Reden wir über Drogerieprodukte, über die viel zu wenig gesprochen wird. Fünf Produkte, die ich immer wieder nachkaufe. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Heute, ich glaube, nee, es sind sogar sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Produkte in der Drogerie, die ich wirklich immer wieder nachkaufe, von denen ich schon mehrfach Nachschub geholt habe. Einige Produkte kennt ihr schon. Einige Produkte sind neu dazugekommen und ich dachte mir, ich spreche mit euch drüber. Falls ihr wissen wollt, wie ich diesen spektakulären herbstlichen Look im Mai geschminkt habe, das ist aus dem Fullface Maybelline Video. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Falls nicht, kommt das in den nächsten Tagen für euch raus. Ich hoffe, es geht euch gut und wir starten direkt mit dem ersten. Was wäre ein immer wieder nachkaufen Video ohne. Ich habe irgendwas im Auge. Was wäre ein ich kaufe Produkte immer wieder nach Video ohne. Dieses Schätzchen hier, das L'Oréal Men Expert Barbershop 48 Stunden Deodorant. Es ist kein Deodorant. Ja, doch, es ist ein Deodorant. Es ist aber kein, ich schwitze nicht, ich stinke nicht Deo. Langer, anhaltender, frischer und holziger Duft. Ich könnte es nicht besser formulieren. Ich habe schon so oft gesagt und viele haben es sich daraufhin auch nachgekauft. Das ist meiner Meinung nach einer der schönsten Gerüche, die ich in der Drogerie kenne. Es soll ein Deo sein. Ich kann nicht bestätigen, dass es verhindert, dass man schwitzt oder dass man ein bisschen unangenehm riecht. Und ich rieche eigentlich nicht, aber wenn ich nur das benutze, dann wird es ein bisschen. Ne? Also nach 13 Stunden bei 30 Grad ist das dann schon an die Grenze gekommen, aber das ist mir egal. Ich kaufe das als Add-on. Ich nehme meistens einen Deo-Roller von Garnier, habe ich einen, dieses Magnesium irgendwas, Magnesium Dry oder so, und gebe das dann rüber, einfach nur für den Geruch. Und ich habe schon so oft gesagt, ich kann bei diesem Produkt für nichts mehr garantieren. Wenn ihr das eurem Mann oder euch kauft, verführerisch, erwachsen, rich. Es riecht einfach nach Aesop Store. Es riecht nach einem teuren Spa-Bereich. Es riecht einfach so lecker. Und ich hoffe, ich bete dafür, dass das niemals aus dem Sortiment geht. Oft ist es auch so, dass ich es einfach nur in den Raum sprühe nach dem Duschen, einfach für diese Aromatherapie. Ganz, 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 ganz toll. Ich kombiniere es immer. Ich kaufe es immer wieder nach. Es bestimmt. Ohne zu übertreiben, die 10., 11. Flasche, die ich gekauft habe. I love it. Und wir bleiben gleich bei einem Sprayprodukt. Das hier. Das ist von Riel. Das ist die DM-Eigenmarke Braun bis Mittelbraun. Das ist ein Ansatzspray. Eigentlich ist es dafür gedacht, um graue Härchen oder einen Haaransatz zu kaschieren. Ich habe zwar graue Haare, aber die kaschiere ich nicht. Ich freue mich wirklich drauf, wenn ich graue Haare habe. Aber worüber ich mich nicht freue, ist meine Reise nach Istanbul für die Haartransplantation. Aktuell kann ich das Ganze wirklich durch die Steps, die ich gerade mache, gut noch nach hinten schieben. Aber es gibt so Tage, wenn ich beispielsweise recht weit nach oben geföhnt habe, ne, da seht ihr es, da wird es dann vorne so ein bisschen Licht. Oder wenn ich mir einen Scheitel gezogen habe und dann hier so ein bisschen die Haut durchscheint, dann sprühe ich das einfach auf, dann ist das dunkel. Das ist im Alltag ein bisschen viel auf der Haut, weil es natürlich sehr, sehr deckend ist, wenn man es direkt auf die Haut sprüht. Aber ich nutze das meistens für Fotoshootings, für Videoshoots, wenn ich hier im Video sitze, dass einfach kein Licht von oben hier reinscheint und dann so eine kahle Stelle irgendwie durchscheint. Ne? Das sieht, stellt euch vor, ihr würdet das die ganze Zeit sehen, dann würde man denken, dass da die Haare ausfallen. Das sieht dann immer nicht so schön aus, meiner Meinung nach. Kaufe ich immer wieder nach. Es ist nicht ganz so gut, muss ich sagen, wie das von, ich glaube, L'Oréal hat das. Das ist meiner Meinung nach das Beste, aber 6 €, glaube ich, kostet das oder mittlerweile 7 €. Das ist eine Frechheit für das, was es ist. Deswegen nehme ich das von Riel, DM-Eigenmarke. Funktioniert genauso gut. Man kann damit wirklich gut Härchen kaschieren. Es ist sehr, sehr deckend. Aber wichtig, 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 wenn ihr damit euren Ansatz machen wollt, macht bitte erst euren Ansatz und erst dann das Make-up, weil es oft passiert, dass der Sprühkopf hier vorne so ein bisschen verklebt und du dann, es sieht dann aus, als wärst du in Matsch gefallen. Ne? Also vorsichtig sein, es läuft dann auch manchmal runter. Ich nehme dann meistens ein Microfiber Multitool, was ich nicht nass mache und blend das Ganze dann so ein bisschen ein, weil sonst kann es passieren, dass es ein bisschen runterläuft, aber dann läuft da nichts mehr runter. Also selbst wenn du schwitzt oder so, habe ich hier eigentlich noch nie gehabt, dass es hier dann so ein brauner Streifen oder so runterkam. Könnt ihr aber wirklich mal ausprobieren. Oder wenn ihr wirklich einen Ansatz kaschieren wollt, ist das ein gutes Produkt. Ich hätte das nicht gedacht. Ich habe es jetzt schon zweimal nachgekauft in der Zeit, seitdem ihr das Video gesehen habt. Das ist für euch, glaube ich, immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, diese Zeitabstände. Wann ein Video online gegangen ist, wann ich die Sachen gekauft habe, wie ich sie benutzt habe und wann ich Sachen wieder nachgekauft habe. Aber Schebens hat diese Koffein-Augenkonzentratkapseln rausgebracht. Und trust and believe, sowas habe ich noch nicht erlebt. Liebe Schebens-Team, haben wir die Möglichkeit, das Produkt
in einem Tiegel oder in einer Augencreme rauszubringen, einfach auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Das ist meiner Meinung nach die beste Augencreme, die ich jemals in meinem Leben benutzt habe. Ihr habt diese kleinen Kapseln. Liegt hier noch irgendwo eine? Ja, hier, guck mal. Das ist schon fast ein bisschen zu viel. So viel bräuchte ich eigentlich gar nicht. Mit einer sehr dickflüssigen Textur, einer sehr dicken Creme, die erst sehr weißlich ist, dann blendest du die ein und dann hinterlässt die so ein. Also da ist kein Schimmer mit drin oder ich kann zumindest keinen erkennen, aber die Augen sehen sofort heller und wacher aus. Ich klopfe das dann ein, ich nehme mir wirklich die Zeit und diese Trockenheitsfältchen unter den Augen sind massiv reduziert gewesen. Und dann habe ich den Eindruck, dass die Augen den ganzen Tag über nicht so angeschwollen aussehen, dass das alles ein bisschen glatter aussieht. Concealer, Foundation, alles darüber funktioniert spektakulär gut. Das ist so, so selten. Ich habe jetzt ad hoc keine andere wirkliche Augencreme oder ein Augenprodukt, was du so reichhaltig auftragen kannst, was nicht in die Augen rutscht und dann brennt oder so und was dann auch noch gut mit dem Make-up funktioniert. Liebe Schebens-Team, wenn jemand von euch bei Schebens arbeitet oder irgendwas, text me. Ich brauche das. Ich brauche das als größere Version, weil da hier sind 5 Stück drin, das ist zu wenig. Das habe ich von Montag bis Freitag aufgebraucht. Aber ich habe auch noch Samstag und Sonntag. Und ich schminke mich manchmal 2, 3 Mal am Tag ab. Ab und auf und ab und auf. Bitte, bitte, bitte. Das ist spektakulär. Keine Ahnung, was da drin ist. Warte mal. Glyceride, Koffein. Es ist toll. Es ist toll. Brauche ich. Habe ich schon neue gekauft. Steht im Bad. Aber das ist. Ich bin schwie. Dünnes Eis. Ihr kennt ja meine Meinung nach zu diesen Augenpatches, die einmal verwendbar sind und wo du die Verpackung dann wegwirfst. Das kaufe ich so, so selten mittlerweile, weil es einfach für mich einfach viel zu viel Müll ist. Und der Effekt im Verhältnis zum Müll einfach nicht groß genug ist. Hier werfe ich alles über Bord. Keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Mega. Ich habe noch ein bisschen Make-up für euch und diese Mascara solltet ihr eigentlich mittlerweile kennen. Das ist die Volume Million Lashes Balm Brown von L'Oreal. Man erkennt gar nichts mehr auf der Verpackung. Aber das ist meiner Meinung nach leider nicht der perfekte Braunton. Das Verhältnis zwischen Braun, Performance, keine klumpigen Wimpern, sondern so ein bisschen. Ich benutze sie meistens immer nur, um das Puder, die Foundation, die auf die Wimpern gekommen ist, einfach zu übermalen, weil das exakt meine Wimpernfarbe ist. Nicht schwarz, sehr braun, ein leichter Rotstich ist mit drin. Extrem guter Halt. Ich persönlich mag sehr gerne, wenn die Mascara so ein bisschen angetrocknet ist. Ich lasse sie, wenn sie neu ist, mindestens einen halben Tag offen liegen und mache sie dann erst wieder zu, dass es einfach ein bisschen antrocknet, weil sie am Anfang doch sehr flüssig ist, wie eigentlich jeder Mascara. Wenn sie dann im Moment angetrocknet ist und du sie dann ganz, ganz dünn, also wirklich nur einmal durch, zweimal durch, für unten vielleicht, fertig. Habe ich bestimmt schon 5-mal nachgekauft, meiner Meinung nach einer der besten für mich. Ich weiß, viele haben einen anderen Wunsch an Mascaren, glaube ich, als ich. Die wollen viel Effekt, viel Volumen, viel Drama. Will ich alles nicht. Ich möchte eine Mascara, die meine Wimpern, die da sind, nur ein bisschen umhüllt, ein bisschen in Form hält und dann nicht so geschminkt aussieht. Ich finde, das sieht bei mir ganz, 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 ganz schrecklich aus, wenn ich im Alltag, ohne jetzt so einen Make-up-Look beispielsweise, so eine dicke, klumpige Mascara habe. Sie ist halt immer am besten, wenn sie schon so ein bisschen angetrocknet ist, ne? Deswegen probiere ich sie einfach einen halben Tag offen zu lassen und dann geht das Ganze immer ein bisschen besser. Wir müssen auch nochmal hierüber reden, weil ich glaube, dass dieses Produkt sehr missverstanden wird. Das ist von Max Factor Facefinity Compact. Sie sagen, es ist eine Compact Foundation. Ich benutze sie aber nicht als Compact Foundation. Also ich bin eh kein Freund von Puder Foundations. Die Natasha Denona Foundation interessiert mich aber doch. Aber irgendwie weiß ich, dass ich einfach nicht so die Foundation-Puder-Maus bin. Wir haben hier eine Puder-Foundation, ist mittlerweile refillable. Du kannst es hier einfach öffnen. Diese kleinen Dinger kannst du dir mittlerweile einzeln nachkaufen. Spart natürlich Unmengen an Plastikmüll. Aber ich gehe damit nicht über mein gesamtes Gesicht, sondern ich nehme die Microfiber Multitools Mini. Gehe hier rein, habe sehr viel Produkt mit dran und dann gehe ich damit einfach unter meine Augen und kann das Ganze hier die Deckkraft erhöhen. Hier ein bisschen ordentlicher machen, das Gesicht so ein bisschen liften und habe einen sehr, sehr guten Look. Oder, das passiert leider auch öfter, als es mir eigentlich lieb ist, wenn ich einen langen Tag hatte und keine Zeit habe, mich zwischendurch einfach neu zu schminken, und das betrifft höchstwahrscheinlich 99% auch von euch,
ist das meiner Meinung nach eins der besten Produkte, um sein Make-up aufzufrischen, ohne dass es cakey wird. Wenn ich morgens drehe und den ganzen Tag irgendwas gemacht habe und dann aber spontan noch irgendwo hin muss, sei es einkaufen gehen oder so, mein Gefühl bei Multitool, dieses Produkt, zack, einfach ein bisschen rübergehen. Du kannst es auch sehr, sehr gut mit einem Pinsel auftragen, ne? Für so ein bisschen Matteffekt, für ein bisschen Deckkraft funktioniert das sehr, sehr gut. Ich benutze es aber am liebsten punktuell auf Unebenheiten. Ich habe hier beispielsweise so ein kleines Fleckchen gerade. Zack, kann man raufgehen. Abgedeckt. Sehr hohe Deckkraft, sehr langanhaltend. Und wenn du dann im Anschluss mit einem Spray rüber gehst, das Ganze kurz fixieren lässt und kurz einwirken lässt oder so einziehen lässt, hast du einfach so ein richtig, richtig schönes Porzellanfinish schon fast. Und wir bleiben auch noch natürlich in der Drogerie, gehen aber noch mal kurz zu Skincare rüber, weil auch das meiner Meinung nach, ich habe Angst, dass die Marke nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie meiner Meinung nach verdient. Farmloves Face ist jetzt recht neu in der Drogerie. Ich glaube, Anfang des Jahres kam die, so im März müsste das gewesen sein, Februar, März. Das Hyaluron- und Biofeige-Hyaluronsäure-Serum. Meiner Meinung nach eins der besten Hyaluronsäure-Serien, die ich kenne. Ohne dass es klebt, sehr viel Hydration punktuell unter den Augen. Ich hatte gestern, habe ich irgendwas gehabt. Mein Gesicht war feuerrot. Es war super angespannt und ich habe das kombiniert. Das Serum mit diesem La Roche-Posay Eau-Thermal, also Thermalwasser. Es ist natürlich sehr, sehr gut, weil die Hyaluronsäure speichert Wasser. Da gibst du Thermalwasser rauf und durch diese verschiedenkettigen Hyaluronsäuren dringt das Thermalwasser natürlich dann auch nochmal ein bisschen tiefer mit in die Haut ein, als wenn du es nur auf die Haut sprühst und es dann verdunstet. Bei Hyaluronsäureserien oder bei so Thermalwasser würde ich immer ein Hyaluronsäureserum kombinieren. Und diese Kombination spektakulär, auch punktuell auf den Lippen, wenn die Lippen trocken sind, einfach abends vergesst diese ganzen Lippenpflegestifte, macht ein bisschen Hyaluronsäure und dann am Ende vielleicht eine Ceramidecreme drauf, fertig. Ich bin sehr gespannt, ob ihr vielleicht noch das ein oder andere Schätzchen in der Drogerie habt, wo ihr sagt, ey Maxim, das musst du kennen, du wirst es genauso lieben wie die Koffein-Augenpads oder das Max-Factor-Puder. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.